Heute schauen wir uns einen Smart an. Richtig gehört, das hier ist ein Smart. Die Zeiten des Elefantenrollschuhs sind vorbei. Wir haben vor 2 Jahren mit dem Smart Hashtag 1 schon gesehen, dass Smart jetzt SUVs baut. Und der Smart Hashtag 3 ist eine gestreckte Crossover-SUV-Kompaktlimousine. Das Auto ist richtig überzeugend. Es ist komfortabel, es hat richtig coole Funktionen und Assistenzsysteme. Ich bin echt begeistert. Jetzt mal langsam. Oh, jetzt kommt die Meckerliesel. Also, bevor du jetzt hier mal eine Lobeshymne auf den Smart loslässt, werde ich hier mal ein bisschen in die Wunde stochern und ein paar Sachen finden, die ich nicht so toll finde an diesem Smart Hashtag 3. Und die zeigen wir euch auch. Da werden wir uns wohl ein bisschen streiten müssen. Kein Problem. Ein bisschen was grundsätzlich zu den Fahrwerten hier. Wir haben hier die 25 Jahre Smart Jubiläumsausstattung des Autos. Das heißt Heckantrieb, 272 PS, den großen Akku für runde 46.000 Euro. 272 PS in dem Auto bedeuten echt knackige Fahrleistungen. 5,8 Sekunden von 0 auf 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Damit ist das Auto im Konkurrenzumfeld echt gut mit dabei. Sowohl auf richtig schlechten, geflickten Straßen, auf Kanaldeckeln federt das Auto richtig geschmeidig, als auch auf der Autobahn, auf Querfugen, da ist das Auto auch in seinem Element super geschmeidig und hat einen echten Langstreckenkomfort. Ja, aber jetzt muss ich schon mal wieder meckern, denn die Lenkung ist so ein bisschen so ein Malus bei dem Smart Hashtag 3. Sie ist mir nicht direkt genug. Sie gibt zu wenig Rückmeldung. Sie ist, man muss es sagen, besser als bei anderen Autos aus dem Reich der Mitte, die wir getestet haben. Aber mir fehlt schon noch, gerade bei so einem sportlichen Anspruch, eine direkte Lenkung. Die Technik hier im Auto, die kennen wir schon aus dem Smart Hashtag 1 und auch aus dem Volvo EX30. Bei beiden Autos bekleckert sich die Technik nicht unbedingt mit Effizienzruhm. Vor allem der Autobahnverbrauch ist hoch. 28 bis 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bedeuten, dass die Reichweite nicht mal 250 Kilometer ist. Das macht der Hashtag 3 wesentlich besser. Die niedrigere Form, die gestrecktere Form ist wesentlich aerodynamischer und führt zusammen mit ein paar anderen Optimierungen zum deutlich besseren Verbrauch. 24,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer auf der Autobahn bedeuten. Ja, jetzt mal langsam. Du kannst natürlich das Auto mit schlechteren Autos vergleichen. Aber ganz ehrlich, es gibt auch noch Luft nach oben. Das Tesla Model Y beispielsweise. Es ist größer als der Hashtag 3. Es hat einen kleineren Akku und es kommt weiter. Also, lass mal bitte die Kirche im Ladedorf. Ja, alles relativ. Beim Laden hat der Smart durchaus Schmankerl zu bieten. Beim Wechselstromladen zum Beispiel gibt es serienmäßig 22 Kilowatt Ladeleistung. Damit wird der Akku an solchen städtischen Wechselstromladesäulen oder an geeigneten Wallboxen zu Hause in gut 3 Stunden vollgeladen. Und das ist im Konkurrenzumfeld schon was Besonderes. An Gleichstromladern kann das Auto trotz des kleinen Akkus bis zu 156 Kilowatt Ladeleistung. Das heißt, in den ersten 10 Minuten Ladedauer lädt man hier wirklich überproportional viele Kilometer rein und insgesamt von 10 bis 80% sind es deutlich unter 30 Minuten. Ja, die Ladeleistungen, ich gebe zu, die sind wirklich nicht schlecht. Aber was wirklich Luft nach oben hat, das ist die intelligente Laderoutenplanung. Die ist nämlich alles andere als intelligent. Wenn ich von München nach Hamburg im Navigationssystem eingebe, dass ich dahin fahren möchte, dann sagt er mir, ich soll an 3 Stationen einfach nur bis 80% laden. Das ist nicht intelligent. Das machen Apps wie beispielsweise Better Route Planner, aber auch andere Autos, natürlich Tesla allen voran, viel, viel besser. Und dann gibt es auch noch eine andere Sache, die mich echt gestört hat. Wenn das Auto beispielsweise bei 20% Restkapazität ist und mir vorschlägt, ich soll doch jetzt mal langsam aber sicher eine Ladesäule suchen, ich ignoriere das, fahre dann noch weiter, beispielsweise noch 50 Kilometer weiter und sage, jetzt möchte ich laden, schlägt es mir die Ladesäulen von vor 50 Kilometern vor und nicht die neuen.
Das macht natürlich keinen Sinn und genau das frustriert im E-Auto-Alltag. Einen richtig großen Schritt macht Smart mit dem Hashtag 3 bei den Assistenzsystemen. Der Lenkassistent ist sehr gut und insbesondere der adaptive Tempomat hat uns überzeugt. Das System erkennt sehr zuverlässig Geschwindigkeitsbeschränkungsschilder und stellt sich darauf ein. Dabei liest es auch dynamische Schilder, zum Beispiel an Autobahnbrücken, und erkennt sie fast hundertprozentig. Das ist richtig gut und darauf kann man sich fast immer verlassen. Sepp jubelt mal wieder alles hoch, ich halte dagegen, nämlich gerade bei dem adaptiven Tempomaten. Der erkennt nur die Geschwindigkeitsaufhebung, wenn dieses bekannte Schild mit diesen Strichen schrägdiagonal dahinter eine Ziffer haben. Haben Sie keine Ziffer, also kein Tempo durchgestrichen, dann erkennt der Smart Hashtag 3 das nicht. Also da ist noch Luft nach oben. Genauso nervig ist dieses Bimmel in diesem Auto. Dauernd höre ich irgendeinen Ton, wenn ich die Geschwindigkeit nur ein bisschen überschreite, wenn ich eventuell unaufmerksam bin, wenn das Lenkrad die Fahrerüberwachungskamera blockiert. Das nervt massiv und eine Konversation, die kommt hier nur schwer zustande. Und dann wären wir noch beim Infotainment-System. Das ist mir viel zu verspielt. Rechts unten gibt es einen Geparden. Ich habe keine Ahnung, was der für eine Funktion hat. Und er erinnert mich an frühere Windows-Versionen mit Karl Klammer. Genauso nerviger Assistent wie dieser Gepard. Und diese Weltkugel mit irgendwelchen schönen Symbolen drauf. Ich weiß auch nicht, wofür die sind, weil drauftippen bringt gar nichts. Also, Infotainment-System würde ich mir gerne nüchterner wünschen. Und am Ende komme ich noch zum automatischen Abblendlicht. Das ist eine zappelige Sache, sage ich euch. Dieses automatische Abblendlicht verdunkelt immer die ganze Zeit unterschiedliche Bereiche. Da wird man ganz nervös beim Autofahren. Und am schlimmsten ist es auf der Autobahn, wenn ich hinter einem LKW herfahre, da leuchtet mir das Smart Hashtag 3 ganz krass links und rechts die Bereiche aus und genau vor mir verdunkelt er, sodass ich die ganze Zeit in so ein schwarzes Loch reinfahre. Kein gutes Gefühl. Das sollte Smart unbedingt nachbessern. Eine satte Überraschung gibt es hier hinten drin. Das Auto ist 8 cm niedriger als der Smart Hashtag 1. Trotzdem kann ich hier sitzen unter dem Glasdach. Die Kopffreiheit ist echt erstaunlich groß. Dazu ist der Kofferraum etwas größer als beim Hashtag 1 und es gibt einen Trunk, wo man die Ladekabel verpacken kann. Also das ist schon überzeugend, was Smart da an Platz. Alles schön und gut, aber ich hier auf dem Mittelplatz, mein lieber Scholli, also es ist hier wirklich sehr kuschelig hier hinten. Da muss man extrem schlank sein, was jetzt bei mir nicht unbedingt zutrifft. Also hier könnte es schon etwas breiter sein, obwohl das Auto 1,84 Meter breit ist und das ist schon eine Nummer. Also in Tiefgaragen braucht das Auto schon seinen Platz. Kommen wir zum Fazit. Smart ist mit dem Hashtag 3 eine richtig coole Kiste gelungen. Platzangebot, Komfort, Verbrauch, Reichweite, alles ist im Vergleich zum Hashtag 1 deutlich besser geworden und im Konkurrenzumfeld richtig gut mit dabei. Ein Schnäppchen ist das Auto für 46.000 Euro nicht unbedingt, aber die deutsche Autoindustrie sollte mal ganz genau im Auge behalten, was für einen Riesenschritt Smart in anderthalb Jahren vom Hashtag 1 zum Hashtag 3 gemacht hat. Wir können vorhersagen, in nochmal anderthalb Jahren wird es richtig hart für die Konkurrenz. Gut, aber ein Langstreckenfahrzeug, beispielsweise für Vertreter, ist das Auto immer noch nicht. Dafür fehlt mir noch die Reichweite und der Verbrauch fällt doch noch zu hoch aus. Und wenn wir jetzt mal bei anderen Autoherstellern sind, Tesla schafft es mit einem etwas günstigeren Preis zum Model Y, ein Auto made in Germany auf die Straße zu bringen. Also da muss sich auch China warm anziehen gegenüber Tesla wiederum. Dennoch hast du mich auch umgestimmt und ich finde, es ist wirklich ein gelungenes Auto geworden.